Bahir hat schon eine wirklich extravagante Lebensgeschichte, und zwar hat er schon die halbe Welt bereist. Er ist einer der besten Deckhengste, gekürt für die Sportart Show-Araber. Bahir El-Mawan is a US Supreme National Champion Senior Stallion, Scottsdale Champion Stallion, Breeders' Sweepstakes Nominated, Minnesota Medallion Stallion, and Scottsdale Signature Stallion. Bahir El-Mawan is the so-called Platinum Stud from Dubai. His training base is Belgium. The 8-year-old stud is one of the top three in the Arab world. However, Bahir has been doomed to die for a while. Das Schlimmste war für mich zu sehen, wie der aus dem Hänger kam, beziehungsweise aus dem LKW, und dann auf drei Beinen. Dann wusste ich schon Bescheid. Bahir came to the Adel Resort at the end of 2015 with a fetlock fracture on the front right leg. Shortly before his arrival, a clinic in Belgium had advised that he be put to sleep. They said the fetlock joint was beyond repair. Wir haben den aufgepäppelt und jeder hat gesagt, der wird im Schritt nie wieder lahmfrei gehen. Wir haben es geschafft, dass er lahmfrei trabte. Adel Resort offers extraordinary treatments. These are only used in the field of human medicine and are therefore not available in the veterinary field at all. Mit dem ausgeprägten Krankheitsbild, das Bahir hat, seine ausgeprägte Arthrose. Das Gelenk ließ sich fast nicht mehr bewegen. Der Knorpel ist abgenutzt bis fast im Endstadium. Dann hat er zunächst diese neue Injektionstherapie aus der Humanmedizin bekommen, wo es uns gelingen ist, das Arthrosebild, was er jetzt hat, erstmal zu stoppen. Und es sieht schon so aus im Röntgenbild, als sei es sogar in eine positive Richtung, würde es sich entwickeln. Das zweite ist die Schmerzlinderung im Massiven. Dafür setzen wir einen Laser aus der Humanmedizin ein. Und das hat zu einer massiven Schmerzreduzierung geführt. Das dritte war die große Schwellung. Dazu haben wir Eis verwendet, aber nicht speziell mit einem Wasserschlauch, sondern ein spezielles Kühlaggregat, wo der Bahir eine Manschette um das Bein bekommt und wir die Gradzahl auf 1 Grad einstellen können. Das bekommt er 3-mal am Tag à 20 Minuten. Dazu ist die Schwellung massiv zurückgegangen. But there was more in store for Bahir. It was agreed that he would get a year to recover at the Adel Resort. Yet something different unfolded after merely 5 months, despite every request and advice, and despite the fact that the initial injection therapies at the Adel Resort had shown results. This exceptional horse was shipped to America. This was dramatic for Bahir, because it was far too early. Dann ist er wieder auf die Deckstation gekommen und die wollten den noch mal in der Show starten. Dafür war er aber noch nicht weit genug. Bahir's fetlock joint had no chance to heal. His lengthy stay in America almost cost him his life this time. Soon he could run no more. But the silver lining was that Bahir El-Mawan was sent back from America to the Adel Resort at the end of October 2016. Und jetzt dürfen wir die Arbeit wieder von Null machen. Ich hoffe nur, dass wir ihn diesmal etwas länger behalten können, weil er hat es verdient. Einer, der so kämpft, das ist schon gewaltig. Das muss ich wirklich sagen. Next week at Adel Resort, will Bahir ever be able to walk without a limp again? Would the therapies work? The story of this fantastic stud, Bahir El-Mawan, will be continued.